Was denn damit? Jo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf den neuen Song von Takumi und Akaya, Kopf verdreht. Ich bin relativ früh dran, denn der Track kam ungefähr vor 8 Stunden online, 0 Uhr, ne, freitags 0 Uhr Release. Und da gehen wir jetzt rein. Ja, Mann. Ganz kurz was nachgucken. Okay, steht aber nichts bei. Schade. Ich dachte jetzt, da steht vielleicht dran, von wem das Ding produziert ist. Aber darauf scheiß ich erstmal. Mix und Mastering weiß ich allerdings. Mix und Mastering ist nämlich von, jetzt sage ich es safe falsch. Ich werde es jetzt safe falsch sagen. Und zwar Eldin DNM. Kann das sein? Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Egal, warte. Ich schaue kurz nach. Ich schaue kurz nach. Auf süß. Wait. Wo haben wir ihn? Jetzt ist er zu weit unten, oder was? Nö, der ist nicht bei meiner Meinung. Das ist stark. Wait a minute. Ich schau ganz kurz nach, weil mich triggert das gerade, dass ich das jetzt wahrscheinlich falsch gesagt habe. Gut. Das M und N vertauscht, aber, ne? Mix und Master ist von Eldin DMN. Ja, Mann. So, ich bin mal gespannt hier. Zwei Minuten vier geht das ganze Ding. Und, ja. Gib ihn. Also Beat gefällt mir jetzt schon. Läuft mein Leben einmal gut, ja, dann läuft es wieder schlecht. Tippt mir jemand auf den Schlitz, werd ich so giftig wie Asbest. Ich halt mein Chris klein, bin gefangen in einem Loch. Doch ich komme nicht mehr raus und such die Hilfe nur bei Gott. Cody, siehst du die Phoenix in meinem Kopf sind? Ich schieb mein Ego und Zeit und werde toxisch. Später brauch ich's dann wieder, weil's mich dann doch trifft. Aktuell hab ich leider nur noch Kopfisch. Schade, hat mir den Kopf verdreht. Weiß ich, was ich will und selbst wenn es ist eh zu spät. Mache Mucke mit dem Hoch schon seit Jahren. Bleib independent, ja, schätz mal auf welcher Vertrag. Ich will die Hook nochmal von Anfang an hören. Boah, dieser Switch im Beat in der Hook, Digga. Boah, Digga. Und dann noch mit der Stimme von Takumi, Digga. Gut, ich würde sagen, 2024, was Musik angeht, durchgespielt. Du hast meinen Kopf gefickt, du hast mich so verdreht, verdammt, ich check es nicht. Wie doch kommt in meine Nummer, circa 100 Mal, was hast du mit mir? Die Stimme von Akaya, die ballert halt nochmal anders, ne? Die ballert halt nochmal ganz schön anders, Digga. Digga. Warte, komm. Ich geb mir jetzt die Hook noch einmal. Auch eine geile Abwechslung tatsächlich, dass beide einen Part in der Hook haben. Ich weiß gar nicht, bei welchen
Ah, nee, das war der, stimmt, das war Afraid mit Yuji, wo ich gesagt hatte, dass man Yuji in der Hook mit einbauen könnte. Genau, das hatte ich nämlich bei dem Track, glaube ich, gesagt. Oder war das bei Distanz? Ey, ich weiß es gerade ehrlich nicht, weil er auch ehrlich gesagt keine Lust nachzugucken. Würde sonst so 3 Jahre dauern. Nee, aber ich finde das eine geile Abwechslung, dass beide einen Teil in der Hook haben. Sehr geil. Auch, dass die Teile unterschiedlich anfangen. Bei Takumi ist es ja, Shawty hat meinen Kopf verdreht. Und bei Akaya ist es ja, Shawty hat meinen Kopf gefegt. Und das klingt echt geil zusammen. Also zusammen, jetzt so gerade in der Kombi, ohne Pause mittendrin, klingt das halt echt geil, ne? Und es ist halt einfach so ein. Ja, ich weiß nicht, ich krieg irgendwie so leichte Hyperpop-Vibes bei dem Beat. Kann vielleicht daran liegen, dass ich in letzter Zeit einfach viel zu viel Hyperpop-Kram gehört habe. Da ich mich da auch mal so ein bisschen rein fuchsen möchte in das Ganze. Gucken wir, was da so abgeht. Aber, ich bin ehrlich, die Combo zwischen Takumi und Akaya, absolut geil. Absolut geil. Weil ich meine, welche Kombos hatten wir jetzt schon? Jetzt innerhalb von Shiroshi Records. Wir hatten Takumi und Angel Payne. Wir hatten Takumi und Yuji. Wir hatten Yuji und Angel Payne. Und wir haben Takumi, Shogun, Gohan. Und Takumi, Shogun und Akaya. Ich glaube, die Combo, die jetzt noch fehlt. Und wir hatten Takumi und Gohan. Mbappé, stimmt. Und Gohan und Shogun hatten wir. Das heißt ja, theoretisch fehlt nur noch die Combo. Ah, nee, warte mal. Yuji und Akaya hatten wir auch schon zusammen, stimmt. Better Off Alone. Genau. Das heißt, theoretisch fehlt nur noch die Combo zwischen Akaya und Angel Payne. Und dann wären, glaube ich, alle durch. Digga, nicht wahr? Gohan fehlt noch. Gohan fehlt noch zusammen mit Yuji und Angel Payne. Und Akaya. Genau, das fehlt noch. Gohan Yuji, Gohan Akaya, Gohan Angel Payne, Akaya Angel Payne. Diese vier Kombos fehlen noch. Dann haben wir, glaube ich, alle Kombos durch innerhalb Shiroshi Records. Aber ich bin ehrlich, Akaya und Angel Payne, das würde ich schon fühlen. Ich fühle alles, was die machen, aber. Jetzt mal so generell von den Leuten her und was flowmäßig, was Stimme angeht und alles. Ich glaube, ich würde Angel Payne zusammen mit Akaya schon fühlen, ne? Wenn die da was Geiles machen, Digga, wäre schon geil, bin ich ehrlich. Egal, ich laber viel zu lange. Du machst mich so schwach, bin obsessed von dir, es ist abgefuckt. Boah, das gefällt mir jetzt auch schon. Das gefällt mir auch, ne? Das ist jetzt so ein bisschen mein Einstieg in den Part von Akaya, der Beat so ja, weg ist und jetzt so leise, ganz, ganz leise reinkommt. Denke nur an dich, warum ist das so? Geil. Brauche deine Liebe, scheiß auf all die Jungs. Was ist gut und was ist böse, bin so einsam ohne dich. Wär nie mehr als meinen Verstand, denn ich denke nur an dich. Setze Limits, bleib am Boden, dich zu lieben, meine Qual. Denn du lässt mich einfach liegen, egal wie oft ich noch fall. Du hast mich, du hast mich, du hast mich so gefickt. Verlass mich, denn ich brauch Zeit für mich. Schade, hat mir den Kopf verdreht, weiß ich was. Schon seit Jahren, bleib in der Flasche, erstmal auf Melcher Vertrag. Schade, hat mir den Kopf verdreht. Weiß ich, was ich will, und selbst wenn es ist, seh ich weh. Mach Mucke mit dem Hof schon seit Jahren, bleib in der Flasche, erstmal auf Melcher Vertrag. Geil. Da geht auch einfach dicker, dicker, dicker Prop. Da geht auch dick Props so.
Da geht auch Dick Props raus an Eldin für das Mix und Master. Absolut geil, nicht zu leise, nicht zu laut. Betonung, absolut geil. Man versteht alles komplett und ey, einfach krass. Einfach krass. Hab ich um Werbung gebeten? Haben die mein Video auseinandergenommen? Egal, aber ey, Respekt geht raus. Absolut geiles Ding. Beatmäßig gefällt mir Abwechslung der Parts oder der Teile vom Track her. Absolut geil. Auch diese Doppelhook gerade am Anfang, beziehungsweise die erste Doppelhook von Takumi und Akaya zusammen. Absolut geil. Jetzt hier gerade Takumi als Outro nochmal in die Hook rein. Absolut geil. Gefällt mir. Props gehen raus an die beiden. Und ja. Was sollte ich noch sagen? Ach ja, streamt das Ding hoch und runter. Macht Spotify kaputt, indem ihr das Ding dauerhaft streamt. So, das war's von meiner Seite. Ich geh frühstücken. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist der Track verlinkt. So wie Takumi und Akaya brauche ich nicht extra verlinken, denn die sind schon verlinkt. Und zwar alles. Ja. Gut. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.